Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, nachdem wir hier die Brainwash-Anlage hinter uns haben und wir ein bisschen durch den Wind sind, machen wir weiter. Wir haben eigentlich mit Jackie treffen, ja, richtig. Und aber ich will erstmal wissen, was diese komische Agentin da ist. Deswegen wollen wir erstmal dahin. Ich weiß aber nicht, wo wir hin müssen da genau. Und wenn ich mir das hier so angucke, ist das auch ziemlich bunt. Hier ist triff dich mit Jackie und hier ist es Nebenmission. War Schlagzeilen gefallen, das Mist, ne? Ne. Ich will eigentlich. Kriegen wir das nicht hier angezeigt? Was ist denn das hier eigentlich? Wichtige Gangs. Die Mox, Tiger Claws. Ich will eigentlich das machen, ja. Ich will mich aber nicht mit Jackie treffen, ey. Da steht dann nur, treff dich mit Jackie. Wir öffnen nochmal. Muss ich das andere hier? Achso, okay. Okay. Aber wenn ich jetzt hier bin, ey, ich muss nochmal zurück. Ey, ich muss das mal überprüfen. Das ist ja das gleiche denn. Okay, nee, das ist nicht so cool. Und wenn ich das hier mache? Ja, wo ist denn diese blöde Kuh? Hä? Unentdeckt. Wer weiß, was auf dich hier wartet. Was haben wir hier denn eigentlich in der Nähe? Hier ist ja eine Nebenmission. Ich will... Hä? Was steht denn hier nochmal? Melde dich ja bei Militech-Agentin. Weißt du, was ich an stinknormalen Gangleuten mag? Sie wissen, was ihnen gefällt. Eddies, Sex, Macht. Hört sich nach meinem Leben an. Manchmal auch einfach das Blut ihrer Feinde an den Händen. Ja. Sie sind wahre Engelchen. Aber die Maelstrom... Was? Capronis? Shit. Bei denen weiß man nie. Starren dich mit ihren Toastervisagen an und du hast keine Ahnung, was in ihren Prozessoren vorgeht. Ich glaube, deshalb gehen Geschäfte mit denen nie glatt über die Bühne. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Also lass uns das Boot holen und Dex stolz machen, okay? Aber ich will doch... Wo treffe ich denn die Alte? Ich muss doch die Alte irgendwie treffen. Oh, wir können ja noch ein Level... Level-Dings machen? Wie mache ich das? Wie, wo, was? Ne, das ist ja Karte. Charakter, Journey, Item, Inventar. Hier können wir jetzt noch Punkte verteilen, ne? Wo wollen wir denn Punkte verteilen? Ich glaube, bei Intelligenz, da fehlt es uns am meisten. Wir joinen da einfach mal rein. Großer Schlaf, schalte Dämon großen Schlaf frei. Mit dem kannst du Kameras im Netzwerk 3 Minuten lang deaktivieren. Also schalte bei Dämonen Massenverwundbarkeit frei, die der physischen Resistenz aller Gegner im Netzwerk 3 Minuten lang um 30% verringert. Das hört sich doch schon mal gut an. Wir halten das mal so. Wir machen das einfach mal. Was wollen wir noch, Jungs, Mädels? Ich wäre eigentlich für Coolness, weil das hatte ich noch nie. Still und tödlich. Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern um 25. Ach, Schalldämpfer, wir benutzen so eine Rotz. Das braucht man nicht. Das erhöht das Bewegungstempo um 20%, während du schleichst. Das Scout. Das hinterhältig, feige, das meins. Geil. Ach, hier hätten wir noch Kampfmaschine gehabt. Warum kriege ich sowas nicht? Warum sehe ich sowas immer zu spät? Oh Mann. Okay. Ach, hier könnten wir auch noch warten. Habe ich auch noch nie gesehen. Ihr sagt aber auch nur nichts, ne? Hier kann man ja auch noch Zeit absitzen. Okay. Melde dich. Ach, können wir das per Telefon machen, oder was? Da, anrufen. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Los, komm. Scout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache, was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen, einen Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Alter, okay.
Komm, wir machen dahin. Treff dich mit der. 550 Meter. Nee. So, holen wir mal das Auto. Boom. Achso, da. Ja, es hat schon gehupt, aber ich wusste trotzdem nicht, wo, wie, was. Abrennen in der Karre. Boah. Boah. Wie eine kranke Sau. Ach, jetzt hat er umgeswitcht, wa? Achso. Okay. Dann geht's ja. Ich dachte, ich muss jetzt gewaltig eine Krise kriegen. Ich wartet nicht. Er fährt freiwillig so. Ich warte auch nicht. Ich bin gespannt, wo wir hier noch hinfahren. Ich denke immer noch verfolgt. Oder darf man bei Rot nicht über die Straße fahren? Das ist eigentlich Blödsinn, oder? Bei Rot kann man doch machen, was man will, oder? Die Ampeln schalten aber auch extrem schnell, ist ja Wahnsinn. Das meinte ich gerade. Wir fahren auch einfach bei Rot. Ich hab wieder eine OP-Passwort in mir. Hä? Was ist denn mit den Ampeln? Ist das Absicht, dass die immer? Das ist ganz komisch, oder? Ich will nicht rein. Ich will hier nicht rein. Das sieht ja nach Todesfalle aus. Das ist doch kein offizieller Tunnel. Das kann mir keiner erzählen. Nicht offiziell. Hallo? Hi. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Ein bisschen. Ja. Krieg ich die Option nicht? Du Schlappe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Oh. Hast du noch was zu sagen? Ich muss ja mal so schnell handeln, ich komme gar nicht hinterher. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja, nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Gib Nachsehen, sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Den Typ habe ich noch nie gesehen. Da habe ich wirklich nicht. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Hm. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bring die zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Ich will nicht wissen, was er mit ihnen gemacht hat. Ich will wissen, was sie zu sagen hat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Die haben gute Erziehung genossen hier auf jeden Fall. Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Hm, gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Hat die immer Geld dabei, oder was?
Was ist das? Okay. Klingt zumutbar. Bin dabei. Okay, okay, okay. Was jetzt? Verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter... Was? Hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in dein Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann sicher hacken, um die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Oh. Ey, können wir die abziehen? Zahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und... Oh, das ist ein cooler Code. Ich hacke gleich mit sich. Ich weiß nicht, was ich tue, aber das kommt. Wir müssen jetzt... wir haben ja den hier. So, 1C. 1C. 9E. Achso, jetzt müssen wir hier... neutralisieren. Was ist denn das? Root Assess. Dämon's Hole hochgeladen. Sehen uns schneller wie. Eigentum von Militech. Unautorisiert, streng verboten. Okay. Eddies auf dem Cratchip sind gesäubert. Nein, ich bin ganz, ganz brav. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit unterhalten. Ist doch alles easy laufen. Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Wollen wir mal kicken, was das hier so in der Nähe gibt? Wenn wir schon mal hier sind, weißt du, dann kannst du hier es mit Jackie treffen. Aber wir könnten hier auch mal. Begib dich zum Kampf in Kabu. Ey, wollen wir mal ein bisschen boxen? Komm, wir boxen mal. Wenn wir schon mal hier sind, wisst ihr? So, den Chip haben wir ja irgendwie schon analysiert. Achso, ich wollte schon sagen, geht das ja nicht. Ja, das hört sich besser an. Ich kann gar nicht so einen schönen Drift machen wie die, ey. Ah, wir warten mal die Musik ab, bevor ich jetzt mir eine Meinung mache. Oh, oh, oh. Okay. Alles klar. Ich weiß gar nicht warum, ey. Ich glaube aber, wir haben mehrere Autos. Ich hoffe. Kann ich denn auch schnell schwimmen? Shift. Ich drück doch Shift. Schneller schwimmen geht nicht. Das ist aber Mist. Vielleicht habe ich das richtige Implantat noch nicht dafür. Okay, ich weiß nicht, wo ich bin, aber das sieht hier aus wie da, wo die Reichen wohnen, wisst ihr? So sieht es hier eindeutig aus. Das ist schön, idyllisch. Nee, brauche nicht zu fressen. Aber danke für dein Angebot. Na, ihr Süßen? Habt ihr auch kein Zuhause? Was? Was? Was macht denn ihr wieder? Seid ihr beide oder ist das hier gerade hier so? Nein. Oh, können wir hier spielen? Oh, bitte sag, ich kann nirgendwo spielen. Ich kann nirgendwo spielen. Toll. Ich dachte wirklich, ich kann nirgendwo spielen. Neu hier? Nee, aber ich will spielen. Du siehst ein bisschen aus wie die Jodie. Ah, dann können wir jetzt ein bisschen boxen. Erstmal, ja, okay. Ich brauche einen Win. Ich brauche für die mentale Psyche brauche ich einen Win. Auf jeden Fall. Guck mal, da ist so ein Baseballschläger. Oh, ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Schon wieder. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Das ist toll. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Aas. Mhm. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. Das ist toll. Das ist echt toll. Die Kohle aufgespürt. Ich erledige das. Was? Streit? Hä?
endlich mal was los hier! Alter! Ich hab gar nichts gemacht. Was war denn das jetzt für eine Aktion eigentlich? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich hab da gar nichts gemacht. Wieso den Streit? Besonders, warum ziehe ich immer die kleinste Waffe? Ne? Hätte ich einen Zahnstocher bei, hätte ich einen Zahnstocher wahrscheinlich gezogen. Ich weiß gar nicht, warum ich immer nur... Ich habe da eine Schrotflinte. Da wäre einiges so ein bisschen anders jetzt gelaufen, glaube ich. Aber was war das für eine Aktion? Ich habe da einfach nur geguckt. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Nein, ich bin nicht schon wieder telefoniert. Ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Ja. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Aas. Nee, ich gehe da nicht hin. Schicke ich dir. Ich will da nicht nochmal hin. Kann ich nicht, stopp mal, ich speicher mal. Ich will wissen, was da los ist. Pass mal auf, wir nehmen mal die richtige Waffe, genau. So, was ist denn hier eigentlich los? Wir haben die Kohle aufgespürt. Sie ist sicher. Was ist denn los hier? Möge das Blutbad beginnen! Nein, Quatsch. Nein. Wie nehme ich denn? Ich wollte meine Munition. Oh, wenn man dieses Spiel nicht kennt, ne? Ich spiele zu viele Spiele, glaube ich, wa? Ich kannte die Taste nicht. Jetzt habe ich wieder X. Ich habe alles gedrückt. Ich glaube alles, ne? Buchstaben, die gibt's gar nicht. Oh. Backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Ich muss echt ein bisschen ruhiger werden, glaube ich. Aber ich glaube es auch noch. Boah, die kriegen jetzt so was auf den Kopf, ey, wa? Ich schmeiß. Ja, genau. Ich schmeiß gleich eine Granate rein. Sollen sie mich doch. Puh, mir doch egal. Hier. Wir haben die Kohle aufgespürt. Ja und? Sie ist sicher. Tschüss. Unmöglich. Jetzt ab hier, du Dödel. Alter, er lebt noch? Der lebt noch? Komm, tanz mit mir. Yo. So. Feeling tired, bored, powerless. Not anymore. Experience all of Crow Manticore's 16 labored and. Hat der nichts mehr? Schrotflintenmunition, das ist gut. Der hat ja nichts? Der hatte da auch irgendwas. Denn ich Knüppel hier fallen lassen? Was ist das hier? Ein Stück Arm oder was? Wer hat seinen Arm da hingeschmissen? Wer stöhnt denn da hin? Ich gehe einfach so weiter, ob wäre nichts passiert, ey. Boah, da war ein bisschen Power, ey. So, nee, Quatsch, ich gehe falsche Richtung. Sorry. Na, das war doch mal lustig, oder? Wegen, ich schaff das nicht. Aber ich hätte gerne geilere Granaten. Geht das nicht? Kann ich nicht hier bei Ausrüstung... Stopp mal, wo haben wir denn? Inventar, Rucksack? Inventar. Kann ich nicht hier irgendwie... Habe ich nicht geilere Sachen? Was ist das hier? Nee, das ist ja Medik... Nee, das wollte ich gar nicht wechseln. Das hier. Nein, ich habe wirklich nichts Geileres. Das war cool. Das freut mich aber. So, kann ich den Neo auch wieder wegpacken? Ja. Hi. Hast du sonst nichts zu tun? Nee, habe ich nicht. Sorry. Sorry, dass ich hier war. Verschlossen. Wo muss ich denn hin jetzt? Sorry, wo ist denn hier der Eingang eigentlich? Begib dich in Kampf in Kabubi. Okay. Muss ich hier rein irgendwo? Hier muss ich rein, wa? Wie verschlossen? Kann doch nicht halt verschlossen sein.
Oder ist es zu spät? Wie spät? 23 Uhr, das wird er offen haben. Wir gehen mal hier gucken. Ist doch nicht wahr. Was ist denn das? Paint Shop? Können wir hier rein wenigstens? Auch verschlossen. Warum ist denn alt verschlossen hier? Auf was sammle ich? Transfer. Ja, da hat einfach mal so einer 200 Eddies hingelegt. Natürlich. Warum denn nicht? Ich find's gut. Was ist das hier? Bounce Back MK1. Ich glaube, das ist das Standard, ne? Kann das? Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da oben muss ich hin. Aber wie komme ich denn da oben hin? Ihr seid ja lustig. Ich muss hier irgendwie rein. Stehen hier keine Öffnungszeiten dran oder so? Muss da Öffnungszeiten stehen? Besonders, warum ist denn jeder hier ein Gangster eigentlich? Es gibt hier auch keine Leiter, ne? Ich werde ins Hotel kommen, oder nicht? Auch nicht. Ach, hier geht's nach oben. Aber vielleicht kommen wir ja... Nee, Quatsch, die verarschen uns, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe hier. Nee, echt, hier oben ist es. Na Gott sei Dank bin ich hartnäckig. Moin. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich's mache. Typisch. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Okay. Ich. Beide. Zwei gegen ein? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Beide gleichzeitig. Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also... Sehe ich doppelt oder was? Ich glaube auch. Ich war mal ein Zwilling. Sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssynths installiert. Und jetzt sind sie, naja, doppelt. Ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Aha. Alles. Okay. Okay. Für was wollen wir an? Ja, natürlich, aber denn das hier. Nein, ich kann das nicht wählen. Warum nicht? Von mir aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Ja klar, kommt her jetzt. Also, können wir anfangen? Ja, das war nicht sehr, sehr synchron. Ne, Katze? Genau. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Oh, ich sehe ja nicht. Geh doch mal weg hier. Richtig geil wäre es ja auch, wenn die Katze unter mir ein bisschen ruhiger wäre. Katze. Oh, tschüss jetzt hier. Digga. Ey, wenn ich jetzt... Oskar, das ist... Ich bin hier beschäftigt. Was ist denn jetzt los hier? Ja, endlich. Oh. Du bist eine blöde, doofe Katze. Weißt du das? Immer wenn es spannend wird, kommst du und ärgerst mich. Und du? Hast du genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Ja, wirklich, komm daher jetzt. Das ist nicht mein Bruder. Das bin ich. Mein Gott, der ist doch nicht so schwer. Ja, dann kriegt ihr auch zweimal Schmerzen, ne? Dein Gewinn. Gib mir mein Cash.
Ja, gib her jetzt. Nicht übel. Keine Sorge. Es gibt immer einen nächsten Kampf. Hör auf, mit dir selbst zu reden. Aus reiner Neugierde. Könnt ihr eure Gedanken lesen? Nein. Dieselbe Person. Dieselben Gedanken. Also doch. Was anders wäre, wäre ich auf Schizopillen. Unglaublich. Schön, dass ihr es aus dem Zirkus in den Boxring geschafft habt. Haha, sehr witzig. Ja, aber dann würde ich mal ein bisschen trainieren, weil das war zu einfach, ne? Hey, hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Hab das Gefühl, ihr habt vier linke Hände. Fick dich! Schön synchron. Hätte man so einen Chor machen können, ey. Super, super. Richtig geil. So, das haben wir geschafft. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war wenigstens ermutigend, ne? Obwohl ein bisschen, ja, der Kampf war gar nicht so schlimm eigentlich, aber die Katze war sehr schlimm. Aber damit muss ich immer rechnen, wenn ich so ein bisschen, ja, hier vor loslegen möchte, dass die Katze natürlich sagt, ey, du, ich kann das auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.